Liebe Freunde, Angela Merkel ist noch immer die beliebteste Politikerin und wir Deutsche zahlen gerne Steuern. So zwei aktuelle Umfragen, die in Auftrag gegeben wurden. Ist das Volksverdummung? Sind das Fake News? Oder was steckt hinter solchen Umfragen, die uns über die Medien um die Ohren gehauen werden, um sozusagen friedlich zu bleiben? In meinem neuen Artikel auf meinem Blog lesen Sie die Hintergründe dazu. Wer hat diese Umfragen tatsächlich in Auftrag gegeben? Denn nur das ist entscheidend.